Ist es möglich, dass unser Haar ein weitaus wichtigeres Organ ist, als wir denken? Es scheint so, dass die Körperbehaarung ein hochentwickeltes Organ ist und als Antenne für das Nervensystem dient. Das ist heftig, ne? Alte Krieger ließen sich die Haare wachsen und wenn sie ihr Haar verloren, wurde dies als große Schande angesehen, im Gegensatz zu ihren Dienern und Sklaven beobachten. Krass. Diener und Sklaven hatten immer kurze Haare, wa? Ist auch krass, dass du, wenn du in die Army kommst, deine Haare geschnitten werden und wenn du in den Knast kommst, deine Haare komplett abgeschnitten werden. So, think about it. Manche Frauen haben über 2 Meter lange Haare. Einige von ihnen sind weit über 80 Jahre alt, haben aber kein einziges graues Haar. Wow. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut. Und zwar werden wir jetzt in ein Video reingehen, was mich sehr, sehr interessiert. Ich habe letztes Mal im Stream das Thema Haare schon mal angesprochen und dass ich auch in meinem Leben definitiv irgendwann mir Dreadlocks machen werde und meine Haare wachsen lassen werde. Und genau zu diesem Thema wurde mir dann im Discord ein Video reingeschickt. Für alle Leute, die noch nicht Teil von unserem Discord sind, guckt unten in der Videobeschreibung, da gibt es einen Link. Ja? Discord, da einmal draufklicken, da könnt ihr euch untereinander austauschen und da könnt ihr vor allen Dingen auch Videovorschläge reinhauen. Auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der heißt Videovorschläge. Da bitte eure Vorschläge rein. Ansonsten gerne auch mal bei Twitch vorbeikommen. Hier ist nur Liebe. Lasst ein Follow da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mich supporten wollt, weil der Algorithmus auf YouTube gerade ein bisschen Faxen macht mit Demonetarisierung. Ich bin auf jeden Fall für jeden Support dankbar. Kommentar schreiben, Daumen nach oben, Glocke aktivieren. Alles dafür machen, dass der Algorithmus uns nicht rasiert. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Let's go. Aus praktischer Sicht trägt unsere Körperbehaarung zum Schutz vor Kälte, Wärme und möglichen Stößen und Kratzern bei. Dient aber auch zur Flüssigkeitsregulierung. Aber das Haar dient auch als natürlicher Schmuck für den menschlichen Körper. Von den Sumerern existieren alte Aufzeichnungen über Männern und Frauen, wie sie schon damals ihr Haar mit Parfümölen und anderen natürlichen Produkten gepflegt haben, um eine gute Haargesundheit zu bewahren und sich damit zu schmücken. Durch die Frisur lassen sich sogar Rückschlüsse auf den sozialen Status oder Beruf ziehen. Ist es möglich, dass unser Haar ein weitaus wichtigeres Organ ist, als wir denken? Apropos Organ, wusstet ihr eigentlich, dass die Haut, unsere Haut quasi das größte Organ ist von unserem ganzen Körper? Das ist krass, wissen viele Leute gar nicht. Eine Psychologin, die anonym bleiben möchte, erzählt, wie ihr Mann begann, seine Haare wieder wachsen zu lassen, nachdem er bestimmte Unterlagen der Regierung der USA im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg geprüft hatte. Krass. In diesen Unterlagen waren die Geschichten und Erfahrungen der amerikanischen Ureinwohner gesammelt, die am Vietnamkrieg teilgenommen hatten. Es waren Männer mit herausragenden, fast übernatürlichen Fähigkeiten, die unter anderem zur Spurensuche eingesetzt wurden. Aber nach der Verpflichtung episch Militärdienst verloren sie auf mysteriöse Art und Weise ihre Fähigkeiten. Wie war das möglich? Krass. Die sehen auch nicht mehr so aus, wie sie aussehen sollten, ne? Durch den vorgeschriebenen militärischen Haarschnitt wurde ihnen der Zugriff auf ihren sechsten Sinn genommen. Ich finde, die Indianer sehen so mächtig aus mit diesen langen Zöpfen und so, Bro. Und mit diesen Federn und so, weißt du, wie ich meine? Fühle ich komplett. Durch den vorgeschriebenen militärischen Haarschnitt wurde ihnen der Zugriff auf ihren sechsten Sinn genommen. Und so konnten sie Gefahren in naher Umgebung nicht mehr. Wie Organ ist Haut? Haut ist ein Organ, Bro. Deine Haut ist ein Organ. Wusstest du nicht? Beschäftige dich da mal mit. Nee. Miriam sagt, Leon, ich wusste, dass du das Video anschauen magst. Liebe Grüße. Woher ging es auch dem unbesiegbaren Samson im Alten Testament, der seine Stärke verlor, nachdem ihm die schöne Delilah seine Haare abgeschnitten hatte? Es scheint so, dass die Körperbehaarung ein hochentwickeltes Organ ist und als Antenne für das Nervensystem dient. Wir können jedes einzelne Haar mit einer elektrischen Kabelleitung vergleichen, welches wie... Das ist krass, Digga. Das ist heftig, ne? Das lernt man ja so gar nicht. Also, weißt du, das ist schon krass. ...einer Datenautobahn Informationen zum Gehirn übermittelt. Macht doch irgendwie Sinn, weil es geht ja rein, weißt du, in deinen Kopf. Das ist ja da drin, Bro.
Drahtig aufgeladenes Haar ist das Ergebnis der Anziehung von elektrisch positiven und negativen Ladungen. Da unser Haar auch als Empfänger und Sender von Energie dient, werden diese elektrischen Informationen durch unser Haar übertragen. Je länger das Haar oder die Kabelleitung ist, desto stärker können wir wahrnehmen, was uns umgibt. Wenn die Haare geschnitten werden, werden alle Informationen, die zur Übertragung dienen, getrennt. Das ist krass. Deswegen haben ja auch viele Urvölker lange Haare gehabt und die nicht geschnitten. Deswegen haben Rastafaris auch heute noch Dreadlocks. Und die wenn du quasi Teil dieser Bewegung bist, dann schneidest du deine Haare auch nie wieder ab. Mein Bruder hat auch Dreadlocks, schon seit Jahren. Die gehen schon bis zur Hüfte ungefähr. Der Film Avatar hat große Parallelen zu dem, was die amerikanischen Ureinwohner erlebt haben, als die Europäer sie eroberten. Die Hauptdarstellerin in diesem Film ist das blaue Wesen namens Na'vi, welche eng mit der Natur verbunden ist. Durch ihr Kopfhaar kann sie mit anderen Lebenswesen kommunizieren und durch die Rezeptoren ihrer langen Haare alle Informationen wahrnehmen. Wir können denken, dass es sich hierbei nur um einen Film handelt, der in der Zukunft spielt. Aber Avatar zeigt sehr viel Wahrheit, auch die Connection mit der Natur und so. Also Avatar, ich habe das selber noch nicht reingezogen, aber Justine hat mir das auch berichtet. So Avatar, da ist schon sehr viel auch, was Menschlichkeit, Natur, Zusammenhalt, Familie, diese ganzen Geschichten, die gerade angegriffen werden, die werden da ja gezeigt. So. Also das hat schon, da ist schon eine deepe Message hinten dran. Macher mehr Informationen, als wir glauben möchten. Früher war das lange Haar ein Symbol der Würde, Respekt und Freiheit. Darum hielten Männer und Frauen in der Vergangenheit ihr Haar intakt. In den alten Kulturen war langes Haar ein Symbol für Ehre und Macht. Alte Krieger ließen sich die Haare wachsen und wenn sie ihr Haar verloren, wurde dies als große Schande angesehen. Im Laufe der Geschichte können wir die verschiedenen Frisuren der Könige, der Weisen und der großen Krieger im Gegensatz zu ihren Dienern und Sklaven beobachten. Krass. Diener und Sklaven hatten immer kurze Haare, wa? Ist auch krass, dass du, wenn du in die Army kommst, deine Haare geschnitten werden und wenn du in den Knast kommst, deine Haare komplett abgeschnitten werden. So. Think about it. Im antiken Griechenland oder Römischen Reich zum Beispiel. Nachdem andere Völker erobert wurden, schnitten die Eroberer den Bewohnern die Haare ab, als Zeichen der Sklaverei. Es galt auch als Strafe und machte die Sklaven unterwürfig. Die größten griechischen und römischen Denker pflegten lange und üppige Bärte. Durch den Beginn der industriellen Revolution geht... Auch so, wenn du guckst, Jesus, ne? Also die Bilder, die gezeigt werden, man weiß ja, also, ja. Wahrscheinlich nicht genau originalgetreu, aber auch lange Haare und Bart. Der Brauch von langen Haaren bei Männern immer mehr in Vergessenheit. Digga, krasses Video, Digga. Fühle ich komplett, Freunde, ja? Deja, Merian, danke für das Video. Man begründete es damit, dass lange Haare ein Hindernis für die harte Arbeit mit Maschinen war. Kann es sein, dass es auch andere Gründe dafür gab? Oder wollte... Miriam sagt doch gerade, Leon, es würde dir auch stehen bestimmt. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt letztens das Gefühl, wo ich meine Haare nochmal kürzer geschnitten habe. Ja, bei mir ist, ich bin immer noch so ein Seiten-auf-Null-Freak so. Oben will ich auf jeden Fall wieder ein bisschen länger wachsen lassen. Mal gucken, wie wir das machen. Aber ich fühle auch zum Beispiel, immer einen längeren Bart zu haben, fühle ich auch. Also ich glaube, ich lasse schon mal ein bisschen wachsen. Gucken wir mal. Also ich bin mir definitiv sicher, dass in meinem Leben irgendwann werde ich, an irgendeinem Punkt werde ich nicht mehr schneiden. So, das habe ich mir schon vorgenommen. Wie, was, warum, wann, jetzt und so, das schauen wir nochmal. Aber ich finde das Video gerade richtig geil. Man vielleicht eine unterwürfige und gehorsame Belegschaft und keine selbstdenkenden Arbeitnehmer, um eine andere Art von Sklaverei zu erreichen? Dies wird auch beim Militär angewendet. Wie ist das, wenn ich Seiten auf Null mache und in der Mitte nur wachsen lasse, Digga? Ist es dann schon wieder ein Eichhörnchen? Ist es das Gleiche? Ich küsse dein Eichhörni-Herz. Wenn ich in der Mitte wachsen lasse und Seiten auf Null mache, ist dann immer noch so Connection weg oder ist dann schon besser? Das würde mich interessieren. Kurze Haare waren zum größten Teil in den 1920er Jahren modern. Aber in den 1960er Jahren entstand eine Bewegung, die diese Mode veränderte.
Die Hippie-Bewegung zusammen mit verschiedenen künstlerischen Bewegungen konfrontierte diese Mode. Langes Haar ist seit jeher ein Symbol der Rebellion und des eigenen Denkens. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum es heißt, dass Frauen instinktiver sind als Männer. In der orientalischen Kultur sind Haare ein Gesundheitsindikator. Ungepflegtes Haar ist ein Zeichen von Krankheit und Depression. Durch den chinesischen Denker Konfuzius galten die Haare in China als ein Geschenk und ein Zeichen hoher Moral. Konfuzius, den Namen habe ich schon öfter gehört. Sollten geachtet und sorgfältig zurechtgemacht werden. Die Anhänger des Sikhismus in Indien schneiden sich nie die Haare. Haare sind für sie ein Zeichen für die Nähe zu Gott und ein heiliges Geschenk. Das Haar bleibt von der Geburt an bis zum Tod unversehrt. Krass. Yami-Frauen der ethnischen Minderheitsgruppe Gao Shen schütteln ihren Kopf und das Haar, während sie singen und tanzen. Ihr Tanz spiegelt Urkraft, Optimismus und Kühnheit wider. Die Yao-Frauen aus China stehen im Guinness-Buch der Rekorde für die längsten Haare der Welt. Manche Frauen haben über 2 Meter lange Haare. Einige von ihnen sind weit über 80 Jahre alt, haben aber kein einziges graues Haar. Wow! Diese Frauen richten sich nach dem alten Glauben, dass lange Haare ihnen ein langes Leben, Reichtum und Glück beschert. Sie glauben auch, dass die Haarlänge einen positiven Einfluss auf das Glücksempfinden hat. Auch in der High Society trug die berühmte Elisabeth Amalie, berühmt als Sissi, die Kaiserin von Österreich, von 1854 bis 1898 ihr Haar fast immer knöchellang. Sissi hatte eine private Friseurin, die täglich 3 Stunden lang ihr Haar pflegte. 3 ihrer eindrucksvollsten Perücken sind im Sissi-Museum in Wien zu bestaunen. Hierbei können wir auch nicht den vielfach talentierten Leonardo da Vinci unerwähnt lassen. Hat vielleicht die Länge seines Haares und seines... Digga, das strahlt doch aus, finde ich. So ein langer Bart und so lange Haare, das ist schon, das hat so eine weise Ausstrahlung irgendwie, ne? Also man fühlt da schon etwas, finde ich. Hat es Einfluss auf seine Fähigkeiten gehabt? Und als letzte Kuriosität, der Vietnamese Tran Van Hai, verstorben im Jahr 2010. Er war der Mann mit den längsten Haaren der Welt, mit einer Haarlänge von 6,80 Meter. Vor 6,80 Meter! 20 Jahren hatte er sich die Haare das letzte Mal geschnitten. Mit 30 Jahren begann er sich die Haare wachsen zu lassen, nachdem er bemerkte, dass er nach jedem Haarschnitt krank wurde. Es scheint so zu sein, dass uns durch das Abschneiden der Haare eine gute Energie- und Naturstoffquelle verloren geht, die in jedem einzelnen Haar gespeichert ist. Und somit muss der Körper immer mehr Ressourcen in die Produktion neuer Haare aufwenden. Das Haar dient auch als Solarempfänger und hilft, Vitamin D aufzunehmen. Darüber hinaus schützt das Haar das Gehirn vor schädlichen Wellen aus der Atmosphäre und hält uns im Gleichgewicht, stark und optimistisch zu sein. Im Ayurveda wird empfohlen, die Haare nicht zu schneiden, wenn man einen starken und gesunden Körper haben möchte. Es gibt Menschen, die keinen Bartwuchs oder Haare auf der Brust haben, jedoch als Ausgleich ein volles Kopfhaar tragen. Wiederum neigen andere Menschen dazu, die Kopfhaare zu verlieren. Aber diesen Verlust scheinen sie mit einem Bart oder Haaren auf anderen Teilen des Körpers zu kompensieren. Haare wachsen nicht an praktischen oder zufälligen Stellen des Körpers, sondern dort, wo Drüsen für einen bestimmten Zweck angeordnet sind. Wenn Haare geschnitten werden, geht auch das selbstregulierende, elektromagnetische Gleichgewicht des Körpers verloren. Andererseits verschwinden Haare an jeglichen Körperbereichen auf natürliche Weise, wenn diese Energiezentren ihre Dienste nicht mehr benötigen. Die Natur verfolgt immer einen intelligenten Zweck. Stimmt allerdings, die Natur verfolgt immer einen intelligenten Zweck, Freunde, ja. Fühl ich? Haar ist nicht das... Krasses Video, ich glaube, Haare sehr unterschätzt, ja. Letztes Mal haben ein paar Leute gelacht im Chat, wo ich gesagt habe, Haare, wichtig, richtig, dies, das, sollte man sich mit beschäftigen. Ich glaube da wirklich auch dran, ja. Weil es ist ja schon auffällig, dass die ganzen Mystiker und die ganzen Leute, die
krasse Urvölker und Geschichten, egal von Indianer bis Maya bis auch die jamaikanische Kultur oder die afrikanische Kultur. Haare haben einen sehr wichtigen Wert und die Haare da nicht abzuschneiden, weißt du so? Das gehört dazu, das gehört mit dazu zu diesem ganzen Kultur. Auch in China hat man ja gerade gesehen. Also da steckt schon bestimmt was dahinter. Immer die neueste Mode oder den aktuellen Trend mitzumachen. Vielleicht sollten wir unser Haar einfach nur natürlich wachsen lassen und seinen Zweck als ganzheitlichen Bestandteil unseres Körpers sehen und pflegen, sodass es uns den ganzen Nutzen bringen kann.